Im Wiener Parlament präsentierte Rudi Anschober, Landesrat in Umweltangelegenheiten für Oberösterreich, sein neues Buch »Das grüne Wirtschaftswunder«. Thema seines Zweitwerks ist das Funktionieren der Energierevolution und wie jeder davon profitieren kann. Von der Schaffbarkeit einer vollständigen Umstellung auf erneuerbare Energien ist er längst überzeugt. Das heißt, es bewegt sich unglaublich viel und die Veränderung, ja, die ist möglich. Voraussetzung dafür ist Mut seitens der Politik und endlich der Anspruch von Politik, nicht tatenlos zuzuschauen, wie die Energiewirtschaft agiert, sondern zu handeln, zu gestalten, Ziele zu definieren, Rahmenbedingungen zu definieren und zu sagen, das können wir, das wollen wir und das schaffen wir. Das ist das Entscheidende. Dieses Buch ist einerseits eine Streitschrift darüber, dass es notwendig ist, eine vollständige Umstellung auf erneuerbare Energieträger international zu erreichen. Und zweitens ist es ein Buch, das ein Mutmacher ist, das Hoffnung geben soll, weil es viele, viele Beispiele aufzeigt, wo überall weltweit diese Energieumstellung bereits in Umsetzung ist. Auf knapp 200 Seiten beschreibt Anschober zahlen- und faktensicher den vielleicht bald realen Umstieg auf erneuerbare Lösungen bei der Energiegewinnung Österreichs. Der Anstoß zum Verfassen der Streitschrift lag für den Landesrat klar auf der Hand. Der Hauptbeweggrund war, dass ich merke, dass dieses Thema aus meiner Sicht in wirtschaftspolitischer, arbeitsmarktpolitischer und ökologischer Hinsicht das Entscheidende ist. Und ich war bei 5 Weltklimakonferenzen. Alle sind in der Frustration geendet, weil aus meiner Sicht ein riesiger Fehler gemacht wird. Die Staatengemeinschaft versucht, einen gemeinsamen Nenner von allen zu erreichen. Das heißt, einen Beschluss von allen und das macht die größten Bremser am stärksten. Anschober will mit dem grünen Wirtschaftswunder nicht nur Politiker ansprechen. Für ihn kann jeder Bürger seinen Teil dazu beitragen, eine grünere Zukunft für Österreich zu schaffen. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, übersetzte er Begriffe aus dem Fachjargon, um auch Laien die Auseinandersetzung mit der Energierevolution verständlich zu machen. Der Leser, die Leserin hat hoffentlich am Schluss nach diesen 195 Seiten das Gefühl, man kann selbst etwas beitragen. Es ist wichtig, wie man handelt, wie man seine eigene Energie erzeugt, von wem man den Strom bezieht, wie man die Wärme erzeugt einerseits und zweitens hoffe ich sehr, dass in diesem Buch sichtbar wird, dass Klimaschutz, dass die Energieumstellung, dass die Energiewende keine Bedrohung ist, kein Risiko, sondern eine riesige Chance ist. Ein Satz, der sogar den Klappentext auf der Rückseite des Buches abschließt, stach auch an jenem Abend besonders hervor. Das Buch soll Hoffnung machen. Es muss mehr Druck von den Leuten kommen. Wir sind eh interessiert, billiger Auto zu fahren, weniger fürs Heizen auszugeben und so weiter, wenn man ihnen die entsprechenden Informationen und Hilfestellung gibt. Und der Rudi Anschober ist in einer Position in Oberösterreich, wo er das auch umsetzen kann. Das Buch ist eine Fundgrube von Beispielen, was schon gelungen ist, wo etwas funktioniert hat, von dem man vielleicht gar nicht erwartet hat, dass es funktioniert. Und es gibt den Eindruck, den offensichtlich richtigen Eindruck, dass in Österreich, aber auch weltweit sich schon vieles bewegt. Das verliert man oft aus den Augen. Schlussendlich beendete Rudi Anschober seinen Teil der gelungenen Buchpräsentation mit einer wirtschaftlichen Vision für das Zukunftsprojekt Energierevolution. Eine neue Studie des LIQUA-Instituts, Wissenschaftsinstitut in Linz, geht davon aus, dass es ein Gesamtpotenzial von bis zu 115.000 Jobs in Oberösterreich bis zum Jahr 2020 in diesem großen Umwelttechnologie-Segment gibt. Das ist die Vision. Dieses Buch, das ist mein Wunsch, soll ein kleiner Schritt in Richtung dieser Vision sein. Danke.